Ja, hallo alle miteinander, hier ist GBFK3-Meister. Jetzt nach der Eingangshalle gehen wir zum Zeitmessgerät. Ja, wollen wir uns mal die Zeit messen? Haben wir noch genug Zeit? Wieder Planeten. Und, es geht abwärts. Wow! Das ist ja wie 2001 hier. Hinein in eine Stadt, die in der Zeit gefangen ist durch Spinnennetze hindurch. Keine Spinnen. Gab es in dem Spiel überhaupt irgendwo Spinnen, denke ich gerade? Abgesehen von den krabbelnden Händchen da auf dem Friedhof. Tütüt. Ein Zug. Der Zeitzug. Was sonst? Was würde Doc Brown dazu sagen? Copyright! Marty! Copyright! Okay. Hier natürlich nicht runterfallen nach Möglichkeit und dann betreten wir die Zeitstadt. Stopp! Oder meine Mami schießt. So. Ja, es gibt hier Gegner, es gibt die Kollegen, die hier wir schon in dem Dorflevel gesehen haben. Außerdem fliegende Augen, die wir auch töten können und müssen. Um eben hier... Und die Blitze verschießen. Um eben, die Gradspunkte zu kriegen. So. Ja, außerdem taucht hier an dieser Tür so eine Uhr auf, die uns hier 5 nach 6 anzeigt. Das sollten wir uns merken, allerdings jetzt noch nicht. Hey, ich will dich erwischen. Okay. Dann geht's. Stopp! Und hier geht's nicht weiter. Hier müssen wir, hier sind so zwei Sanduhren, aber die haben nichts zu bedeuten. Was wir hier machen müssen, wir müssen hier, an dieser Stelle gibt es hier so ein... eine hübsche kleine Jump'n'Run-Anlage wieder mit Fischsymbolen und Uhrzeigern und allem, was das Herz nicht begehrt. Wenigstens werden wir davon nicht getroffen. Wenn man hier quasi Jump'n'Run macht. Außerdem ein Gesicht und hier so ja, Pendulums. Pendulums? Pendel. Und zum Glück, wenn man Daring Dash macht, wird man zur Not von seinem eigenen Shit geschützt. Autsch. Noch ein Mondsymbol, das kennen wir aus einem anderen Level noch. Und hier wieder so ein Dämon, der hockt. Mit einem großen Horn nach vorne geneigt. Und überall fliegen so Zahnräder rum. Also wir sind hier quasi in einer anderen Welt. In einer anderen Zeit und Welt. Was auf selbe hinauskommt, wenn man die Zeit nur in Betracht zieht, dann ist es ja auch eine andere Welt, weil die Welt verändert sich ja ständig. Und dann können wir diese Tür hier öffnen. Und haben außerdem eine Zeitrune gekriegt. Diese Uhren übrigens, die hier rumflattern, diese niedlichen kleinen Uhren, tun gar nichts und sind auch keine Gegner. Außerdem gibt es hier so Gehirne, die irgendwie mit dem Boden verwachsen sind. Das sind allerdings Trampolins. Ja, wer jemals auf einem Gehirn rumspringen wollte, kann das in diesem Spiel, in diesem Level hier machen. Ich weiß zwar nicht, was Gehirne mit Zeit direkt zu tun haben, aber ja. So, was sagst du eigentlich hier? Mr. Gargoyle. In der Zeit gefangen. Mit dunkler Magie, der sogenannten Wissenschaft. Das ist die dunkle Magie. Ja, wusste ich auch noch nicht. Hat Zarok ein mechanisches Gerät zur Zeitmessung gebaut. Boah, wie diabolisch. Das Innere dieses Chronographen ist hochkompliziert. Behaltet die Ziffernblätter genau im Auge. Ihr müsst nachher die Zeiger der Hauptuhr verstellen. Ja, das müssen wir. Aber wie kommen wir hier hoch? Mit den Gehirnen natürlich. Mit der Wissenschaft. Und da sind wir oben. Ja, das können wir 5 nach 6 einstellen. Um dann die Tür dort zu öffnen. Das macht allerdings noch keinen Sinn, weil das, was wir dort kriegen, kriegen wir erst... oder können wir erst nehmen, wenn wir was anderes vorher gemacht haben. Deshalb lasse ich das erstmal so. Und dann gibt es hier so ein Auge, das uns anguckt. Guten Tag, wie geht's? Und dafür brauchen wir halt die Zeitrune, um an dem vorbeizukommen. Und hier wird uns dann nämlich die andere Zeit angezeigt. Das ist dann quasi... Ja, im Grunde genommen ist es ja 11.35 Uhr, wenn man so will. Würde ich jetzt mal sagen. Das könnte auch... Ja, müsste es eigentlich sein. Aber der Zeiger muss halt auf 12 stehen, nicht auf 11. Aber ich denke mal, das wird es ja sein. So, mit dem blauen Schalter verstellen wir den Minutenzeiger. Und müssen wir einmal in der Runde drehen, springen ein paar Mal drauf rum. Dann geht er immer für 5 Minuten weiter. Bis er dann auf 35 ist. Zack. Und ich glaube, die Symbolik ist so ein bisschen Zodiac, wa? Also Sternzeichen. So, jetzt müssen wir bloß noch hier das auf 12 stellen.
Ob das jetzt 11.35 Uhr ist oder 12.35 Uhr. Ist egal, wir wissen ja, wo sie stehen müssen ungefähr. Man kann sich allein optisch besser orientieren. Und das ist das, was ich meinte. Hier seht ihr so eine rote Kugel da unten. Und da ist eine Lebensflasche drin tatsächlich. Allerdings müssen wir erstmal dieses Energiefeld abschalten, bevor wir die nehmen können. So dass es keinen Sinn macht, dieses Tor da jetzt schon zu öffnen. Das können wir dann machen, wenn das Energiefeld abgeschaltet ist. Und dann kriegen wir die letzte Lebensflasche im Spiel. Jetzt kommt nochmal eine nette kleine Geschichte hier mit dem... Wir müssen ausweichen. Halt! Oder meine Mami schießt. Was steht hier? In diesem Metallgehäuse steckt ein magischer Wagen, den Zarok seinen Zug nennt. Die Strecke, auf der er fährt, führt zu Zaroks Höhle. Der Weg wird jedoch von Toren an mehreren Stationen blockiert. Steigt in den Zug, öffnet die Tore und fahrt zur Höhle. Okay. Aber wir können es noch nicht, denn wir brauchen erstmal eine Chaosrune. Und ich will erst sowieso noch was anderes machen. Bevor ich das tue. Also, gehen wir zurück zu diesem Abschnitt, das im Grunde genommen so eine Art Mitte ist. Und ich gehe erstmal hier lang. Ich daring dashe mich hier so fröhlich durch die Zeit. Und kriege hier dann die Chaosrune. Okay, die haben wir schon mal gefunden hier. Und es gibt hier rollende Steine. So Mondzeichen sind das allesamt. Die sind alle durchgedreht und sind jetzt verflucht, auf ewig sich im Kreisel zu drehen und jeden verrückt zu machen, der versucht hier zu entkommen. Wir daring dashen uns hier dann einfach nur noch raus. Autsch. Wenn... Gut ist ja auch der Schild, der uns dann schützt vor irgendwelchen Schaden. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ja, hier muss man natürlich wieder ein bisschen aufpassen. Augen beseitigen. Und hier hoch in den... Hey, auf mich zu brutzeln. Nur auf mich zu erschießen. In den... was auch immer das ist. Ja, und hier gibt es so ein Rätsel im Grunde genommen mit so Laserstrahlen. Und hier ist der Heilige Gral, der ist eingesperrt in einen Kristall. Dieser Kristall verwaltet auch alle anderen Energiefelder in diesem Level. Das heißt, wenn man das kaputt kriegt, dann ist alles offen dann für uns. Aber dazu müssen wir ein bisschen was umstellen. Wir aktivieren diesen Kerl hier und drehen es so, dass es genau passt. Das ist nämlich so ein Quadrat erzeugt und dieses Quadrat strahlt dann den Kristall und macht ihn kaputt. Sodass wir den Gral jetzt an uns nehmen könnten. Allerdings haben wir noch nicht genug Grals Power. Das heißt, wir müssen erst noch ein paar Gegner beseitigen, bevor wir das können. Aber wenigstens ist jetzt alles andere frei. Das heißt, wir können jetzt auch die Lebensflasche an uns nehmen, die es ja gab. Außerdem können wir die Erdrune an uns nehmen. Und da unten befindet sich jetzt hier nochmal ein paar Schatztruhen, die ich mir gerne eigentlich schnappen möchte, weil ich denke mir, es hat ja sicher einen Grund, dass ich hier jetzt die sehen kann. Ich muss bloß die richtige Entfernung abpassen. Oh. Okay, einfach nur so geht nicht. Man sollte schon springen. Ja, dann hat man es geschafft. Okay. Hui. Okay, und dann sind wir wieder in diesem Bereich hier. Gibt da noch mal ein paar Münzen. Okay, man sollte den Daring Dash vielleicht von einer höheren Entfernung machen. Und dann kann man springen. Okay. Autsch, selbst dieses langsame Ding verwundet einen. Also laufen wir auch ein bisschen langsam. Wir haben ja Zeit hier in der Zeitmaschine. Wieder unser Gehirnfreund und wir müssen jetzt die Zeit noch ein bisschen umstellen. Oh, das war nicht genug Schwung. Ja, und Schwung ist schon wieder weg. Vielleicht sollte man mehr in der Mitte stehen bleiben. War auch nicht genug. So, ich glaube, jetzt habe ich die Höhe. Ja, sehr gut. Okay.
Jetzt stellen wir die Zeit noch um. Um 6.05 Uhr. 5 ist da. 6 Uhr. Dann sollte auch diese Tür da aufgehen. Und wir kriegen die Lebensflasche. Das Energiefeld ist verschwunden. Außerdem gibt es hier auch noch einen Jungbrunnen. Nehmen wir doch noch mit. Solange wir da sind, lohnt sich auch gerade wieder. Ja, und der 60 Gralspunkte. Ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Da fehlt ja noch einiges, würde ich sagen. Schauen wir erstmal weiter. Ja, wir können jetzt in den Bereich mit Zaroks Zug. Da können wir jetzt herein mit der Chaosrune. Ne? Ah, jetzt muss ich die Zeit ja auch wieder hier umstellen. Okay, sonst komme ich da nicht weiter. Ganz vergessen. Ja. So, 35, 12, 35. Genau, erwischen. Ja, und diese Uhren machen nichts. Die sind einfach so die Einwohner dieser Welt. So könnte man sie interpretieren. Niedliche kleine Uhren. So, müssen wir noch irgendwie hier durch. Ah, 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 ich werde verfolgt. So, jetzt können wir hier weiterkommen. Hm. Hier brauchen wir... Oh, eine weitere Rune. Ja. Kann ich hier lang? Anscheinend nicht. Hä? Hier ist zumindest der Ausgang schon mal. Haben wir den schon mal im Blick? Mondrune benötigt. Okay. Okay, da ist man gestorben. Bisschen aufpassen. Was muss ich hier denn machen? Hier ist so ein Zeiger. Ah, ich kann ihn schieben, okay. In welche Richtung muss ich das jetzt schieben? Achso, das ist eine Lore, glaube ich. Und die muss ich dann dahin schieben, was offen ist jetzt. Also ist hier bloß eins derzeit. Also noch ein bisschen weiter. Vielleicht hätte ich besser erst andersrum schieben, Mola. Schieben sollen. Na. So. Lore, willst du mich jetzt hinfahren oder so? Zug? Das ist ja Zug, wa? Ah, ich kann da drauf springen. Okay, Ah, es geht los. Okay, Tschut-tschut. Das ist so ein Schädel, der uns zieht. Das ist ja cool, das erinnert mich an was. Wie ein Skeletor. Ah, Blockade. Sie wollen uns aufhalten. Ah, hier kriegen wir die restlichen Gralspunkte. Sehr schön. Ah, ich sehe schon, da warten die Freunde der Nacht. Komme ich da auch mal näher ran? Ich sehe das gerade gar nicht. Ich spring so hoch. Ich will mich ein bisschen drehen hier. Uah, es ist so matschig alles. Das Gehirn. Warum sind die Gehirne? Okay. Und da ist schon die nächste Rune, die Mondrune. Okay. Und ein Händler ist hier. Sagen wir Hallo. Schild reparieren. Ja, können wir mal machen. Der Schildguard hat es verdient, dass man sein Schild ein bisschen pflegt. Ein bisschen zumindest. Ein paar normale Pfeile nehme ich noch mit. Und so brauche ich, warum soll ich eigentlich Geld sparen, ja? So kann ich auch wieder zurückfahren. Gibt es eine Wendestation? Anscheinend nicht. Aber hier geht es noch weiter runter anscheinend. Aber ich glaube, das ist einfach nur ein Abgrund, oder?
Folgen wir der Spur. Ja, es ist einfach nur ein Abgrund. Ich kann die Kamera an der Stelle ja auch nicht drehen. Ja, das ist so ein Schädelzug. Das hat er sich gebaut. Bizarr. Aber typisch für... Oh, es geht doch zurück. Rückwärtsgang, alles klar. Man braucht ja nicht eine Wendestation, aber... Macht ja Sinn bei anderen Zügen. So. Wie auch immer ich das geschafft habe. Ich habe gesehen, dass der Sprung nicht zu schaffen ist. Deshalb wollte ich korrigieren, aber dadurch habe ich mich gerade wahrscheinlich direkt erst sabotiert. So, du gehst auf und dann schieben wir den Zug mal in deine Richtung. Wo ist die Spitze? Also, ich habe ja hier den Hintern, also wieder andersrum. Oh. Außerdem kommen hier ein ganzer Haufen Gegner raus. Ja, das ist doch gut. Das gefällt mir. Dann kann ich jetzt nämlich langsam hier mal die Gralspunkte vollkriegen. Ach, mehr kommen nicht? Doch, ich habe ja... Einer hat Stopp gesagt. Irgendwer hat Stopp gesagt. Hä? Vielleicht kann ich Gegner durch die Wand töten? Weil die müssten ja dann hier rauskommen. Na, vielleicht mit dem Hammer. Gerd macht wieder wilde Experimente. Hey, da, wo kommst du her? Da kommt er von der völlig anderen Seite. Ich hab dich wohl gehört, aber ich hab dich nicht gesehen. So, wir schieben jetzt einfach weiter. So, stehst du richtig? Noch nicht ganz, oder? Ein Schubser. Jetzt steht er schon wieder falsch. Ich hatte das doch richtig. So. Ah, dann klappt das Ding auch aus da unten. Da unten kann man dann feststellen, dass es richtig ist. So, jetzt müssen wir bloß noch irgendwie da drauf kommen wieder. Nur einfach so vielleicht. Kann ich da so... Ist alles so eng hier. Das nervt mich. So. Okay, und auf den Zug und los geht's. Tschut, tschut. Es beginnt, das Abenteuer geht weiter. Und da müssen wir noch den Gral ganz abholen. Hm, multiple Schalter. Und ich werde beschossen. Bis wohin fährt das Ding? Bis hier. Okay. Wir können den Kelch jetzt an uns nehmen, das ist schon mal eine gute Nachricht. So. Und ein Schalter. Ah, damit geht eine Seite des Tores auf und dann halt auf der anderen Seite noch die zweite Hälfte. Das ist ja simpel genug für mich. Oh, das Schild hat sogar was abgefangen, jawohl. Schildgard! Schildgard! Und schon wieder. Das gefällt mir. Das sieht sehr heroisch aus. Und fast so, als hätte ich es geplant. Gut, der Levelausgang ist offen. Wir können jetzt raus aus dem Level, aber wir holen uns noch den Gral ab und dann haben wir das Level geschafft. Und dann geht's ab zum, ja, zum letzten Boss. Da geht's zu Zarok tatsächlich direkt. Das ist das letzte Level. Das letzte richtige Level. Oh, wir stehen ein bisschen schief, aber gut. Rückwärtsgang ist wieder eingelegt. Kamera können wir nicht drehen. Bewegen können wir uns auch nicht. Oh, ich hätte mir jetzt noch hier ein bisschen Lebensenergie da holen können bei dem Jungenbrunnen, denke ich gerade. Hm. Naja, damit muss ich wohl leben. Na, wenigstens lande ich außerhalb. Das ist schon mal nett, dass sie mir zumindest das noch gönnen, so nach dem Motto, Junge, du bist hier an dieser Stelle gestorben. Wir sind gnädig mit dir. Denn sonst... Fängst du an zu rollen oder sowas? So, Gral noch abholen. Ja.
ab in den Abfluss oder ins Röhrchen. Wir sind hier quasi Super Mario. Super Mario. Und besorgen uns den Gral. Den letzten! Und sterben! Jetzt fahre ich mit dem Zug. Jetzt ist mir das egal. Jetzt lohnt sich das. Jetzt könnte man natürlich sagen, ach Gerd, das wolltest du doch sowieso machen. Tu doch nicht so. Und ich so, ja, okay. Vielleicht unbewusst. Aber mehr will ich jetzt auch nicht verlieren. Ich wollte eine Rechtfertigung haben. Lass mich in Ruhe. Habe ich nicht schon genug gelitten? Meine Daniel Fortescue natürlich, nicht mich. So, ich will kein Leben verlieren. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich einfach rauf auf den Zug. Warum nicht an dieser Stelle? Warum muss ich da so von der Seite springen? Na gut, es ist ja eigentlich... Es sieht immer weiter aus, als es wirklich ist. Wahrscheinlich durch die Krümmung dieses Dings da. So, willst du... Fährst du jetzt? Ey, ich will die Lebensenergie haben. Bitte? Fährst du nicht mehr? Ist es eine Fahrt und dann war es das? Na gut. Dann mache ich es eben anders. Dann hole ich mir die Lebensenergie anderswo für den Endkampf. Weil, hatte ich sowieso vor, also von daher passt das wieder. Noch wieder alles geplant. So, komme ich jetzt... Oh, ich muss mit dem Zug rausfahren. So ist das also. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich das Ganze. Ich hätte gedacht, beim letzten ist es egal, aber nö, die wollen es natürlich ganz präzise haben. Oh. Okay, nehme ich auch noch an. Gerade bei so einem dummen Abschnitt hier eigentlich, wa? Und, wow, ich stehe... Oh Gott, er steht nicht richtig drauf, er zappelt. Aber gut, der Trigger dürfte ausgelöst werden für das Levelende und gut ist. Ein letztes Mal in den Heldensaal, bevor wir dann wahrscheinlich ewig dort sitzen werden. All den illustren Leuten. Das tat weh. Ah, was Neues. Ihr habt uns eines Besseren belehrt. Vielleicht habt ihr ja das Zeug zum Helden. Und könnt Zarok besiegen. Das Volk von Gellomer erfährt vielleicht nie die volle Wahrheit über eure Vergangenheit. Und ihr geht wirklich als Volksheld in die Geschichte ein. Die Zeit eurer Verbannung ist vorüber. Seid uns willkommen, Sir Dan Fortescue. Habe ich jetzt schon meine Statue? Bin ich jetzt schon würdig? Ja, ihr habt jetzt eines Besseren belehrt. Ja, das will ich auch hoffen. Tatsächlich, die Statue ist da. Tam, tadam, tam, ta. Ja, weil das Spiel nach dem letzten Kampf endet und dann kommt man ja nicht mehr in die Heldenhalle sozusagen und sieht gar nicht, wie die Statue hier steht. Also machen sie schon einen Schritt vorher sozusagen. So als Vorschusslorbeeren für alles bisherige. Oh. Und da ist unsere nette Dame, mit dem, die uns die Blitze gegeben hat, nochmal. Gott sei Dank, ihr seid noch ganz. Ich hab ein Geschenk für euch. Ich hab ein Geschenk für euch, aber leider weiß ich nicht, ob aus was nützen wird. Nö. Weiß ich auch noch nicht, aber jetzt weiß ich's. Und das kann ich auch gut brauchen bei dem Debakel gerade. Gib mir zumindest etwas Leben wieder zurück. Ja, drei Energiefläschchen, das ist das Letzte, was man hier als Gralsgeschenk bekommt. Und das größte Geschenk ist ja eigentlich, dass man überhaupt alle Grals jetzt hat. Und dann das gute Ende bekommen kann. In dem letzten Level. Ganz oben auf dem Turm. Speichern. So, und was ich jetzt sonst gemacht hätte, wäre eben, dass ich hier zurück zum Friedhof gegangen wäre. Um mir dort hier... da ist es. Da unten ist Zaroks Höhle. Achso, es ist ja eine Höhle. Die ist, ich dachte, er wäre auf der Turmspitze, so wie sich das für Zauberer gehört. Aber er ist tatsächlich unten in der Höhle. Und ich wäre dann zum Friedhof zurückgegangen jetzt und hätte mir dort dann... Weil das Level schnell zu machen ist und weil man da... Man kriegt da Geld, man kriegt da Lebensenergie und man kann Level ja wiederholen, so oft man will. Und so dachte ich dann eben, dass
ich mir so dann die Lebensenergie zurückhole. Aber ich denke mal, wir schaffen den Kampf auch so, auch mit diesem, was wir jetzt haben. Und ja, schauen wir mal. Dann beenden wir das Spiel. Bis dahin. Oder bis gleich, besser gesagt.